die sich im Chaosumfeld engagieren, die wissen wahrscheinlich, dass dieses Motto umzusetzen kann manchmal ganz schön herausfordernd sein. Und wie lassen sich eigentlich Regeln und Grundsätze an Neuankömmlinge vermitteln? Oder wie schafft man ein offenes Umfeld für neue Mitstreiterinnen, ohne davon überlastet zu werden? Das sind so ein paar der Fragen, die sich die Hexen, die TUWAT-Gruppe Bildung und Chaos Siegen gestellt haben. Und entstanden sind die sogenannten Welcome-Pattern, die zu einem entspannteren Clubleben beitragen sollen. Und was genau dahinter steckt, das erzählen euch heute Melzai und Nanook. Melzai ist aktuell bei den Hexen aktiv. Sie ist Mitglied bei GeekFam und gehört zum CCC Hamburg. Nanook kommt vom Chaos Siegen e.V. und der seit diesem Jahr auch mit diesen Welcome-Patterns arbeitet. In diesem Sinne begrüßt mit einem warmen Applaus unsere Speaker hier auf der Bühne, Melzai und Nanook. Ja, moin. Ne? Wie wir in. Jetzt brauchen wir noch Bild. Spezialist? Bild. Sein Laptop. Meiner mag den Displayport nicht. Hervorragend. Und weißt du was? Wahrscheinlich passiert jetzt als nächstes das. Super. Deswegen, es ist ja ein komplexes Konglomerat, was hier anwesend ist, repräsentiert durch zwei Personen. Deswegen haben wir einen Introduction Slide mitgebracht. Und werden jetzt mal ganz kurz die Hexenchaos Siegen und die TUWAT-Aktivität durchdeklinieren, damit ihr wisst, warum wir uns zusammen hier zusammengefunden haben. Zum einen, die Hexen sind ja ein dezentraler Chaos-Treff des CCCs für alle, die sich im Begriff Frau wiederfinden. Der wurde gegründet 1989, wir haben dieses Jahr 30-jähriges, ich hoffe, ihr habt gestern den Chor in der Assembly Space mitbekommen, der uns das Beständchen gesungen hat. In den letzten Jahren sind wir vor allem aufgefallen durch die wunderbaren Postkarten von wichtigen Frauen im technischen Bereich, wie die Memorials, wo auch viele Alphas und Chaos-Treffs mitgebaut haben oder Podcaster etc. Und unser Fireplace, unsere Feuerstelle ist ja schon seit dem Camp sehr sichtbar und seit letztem Jahr und lädt immer wieder ein zum Sitzen. Neuerdings gibt es da auch feministische Bücher, die man da lesen kann. Und da ist grundsätzlich immer offen für alle. Wir sind momentan so 300 und wir hoffen, wir wachsen weiter. Damit sind wir doppelt so groß wie zum Beispiel der CCC, haha, der Hamburger CCC, zu dem ich auch gehöre. Und dann müsstest du jetzt Chaos Siegen vorstellen. Ich habe gleich eine Folie dazu. Oh, na dann stellt er nachher sowieso, den letzten Teil ist sowieso komplett über Chaos Siegen. Dann lassen wir das mal. Dann die TUWAT-Gruppe Bildung. An sich, der CCC hat sich vor ein paar Jahren langsam Gedanken gemacht, dass wir mal wieder contentmäßig uns wieder zusammenfinden sollten. Die Menschen, die im gesamten Chaos verstreut sind, aber ein gemeinsames Thema haben, sollten sich mal wieder treffen und anfangen, wieder Dinge zu tun. Und deswegen wurde die sogenannte TUWAT-Zukunftstagung gegründet. Die fand 2018 das erste Mal statt und da hat sich auch die Bildungsgruppe gefunden. Und zufälligerweise war die Bildungsgruppe mit mindestens 4 Hexen besetzt. Und sie haben sich letztendlich mit der Frage beschäftigt, was für eine Bildung gibt es eigentlich im Chaos? Dreht sich das Chaos um kreativer Umgang mit Technik? Dreht sich das Chaos um die Hackerethik? Oder sind eventuell andere Effekte im Spiel? Hat jeder Mensch, der im Chaos aktiv ist und der dieselben Ziele, die ja in der Präambel des CCC etc., in der Unvereinbarkeitserklärung sowie in dem Konzept des CCC begründet sind, die ähnlichen Zugänge zu den Kommunikationskanälen, zu den externen, zu den internen, zu der Art und Weise, wie Diskussionen geführt werden? Oder sind die möglicherweise unterschiedlich, abhängig vielleicht von Gender, aber auch von Hintergrund, Migrationshintergrund, Altershintergrund etc.? Und dementsprechend haben wir uns erstmal grundsätzlich angeschaut, wie sich Gruppen überhaupt definieren. Wir müssen jetzt einen Exkurs machen, um dann das CCC in diesem Kontext zu beleuchten und zu verstehen möglicherweise, wo Spannungsfelder sind. Dieser Exkurs, wie man sieht, es gibt momentan eine Tendenz, Organisationen in der Form, die Lalou definiert hat, so anzuschauen und man findet da so Aspekte wieder. Eine Organisation ist meistens nicht exakt das, mal orange oder mal rot etc., wie Lalou das gesagt hat, sondern wahrscheinlich eine Mischung von allem. Aber grundsätzlich kann man sagen, dass es Organisationen gibt, wo es vor allem um Macht geht. Die Mafia ist zum Beispiel so eine Struktur mit sehr vielen Komponenten, wo es um Machterhalt geht. Wer Macht, hat Recht. Das ist so eine ganz gefährliche Kombination. Dann gibt es noch die traditionelle Hierarchie, meint Lalou. Da gibt es
eine Rangabfolge, irgendwas muss man erledigen, dann steigt man auf, man trägt Abzeichen wie Militär oder in der Kirche zum Beispiel, das ist so seine Idee. Dann gibt es die erfolgsorientierte Organisation. Viele Organisationen, Firmen zum Beispiel, die jetzt aktiv sind, haben so eine Tendenz, wir haben ein Ziel, ein Erfolgserlebnis, darauf arbeiten wir hinzu und wer das gut schafft, der steigt eine Stufe auf. In der Theorie, in der Praxis ist es natürlich immer noch anders. Dann gehen wir auf die andere Seite rüber, zu der konsensorientierten Organisation. Da sehen wir schon Familien als erster Punkt. Eine hoffentlich gut funktionierende Familie kommuniziert auf Augenhöhe, setzt alle an den runden Tisch und respektiert die Meinung der Unterschiedlichen, versucht dann einen gemeinsamen Konsens zu finden. Die Realität ist natürlich wieder mal so ein bisschen, naja. Und als Ende, nach Lalou ist das offensichtlich die Spitze der momentanen Entwicklung, wohin wir uns alle hin entwickeln sollen. Man kann das ein bisschen differenzierter sehen, aber die evolutionäre Organisation ist ein Netzwerk von Hierarchien. Das heißt, es gibt Spezialisten für dies und die entscheiden dies und dann gibt es Spezialisten für jenes. Die machen das und dann kommuniziert man miteinander. Da in diesem Bereich ist auch diese Agile-Entwicklung teilweise anzusiedeln, nicht wahr? Außerdem versucht man diesen evolutionären Organisationen auch auf Introvertierte durchaus Rücksicht zu nehmen. Man versucht also, gemeinsam Dinge zu erreichen. Es gibt aber nicht nur Organisationsformen, es gibt auch Phasen, in denen sich Gruppen befinden. Und die kann man ganz grob zum Beispiel mit diesem immer wieder komisch aussehenden Bild von dem Tuckman-Cycle definieren, wo es darum geht, dass Menschen stellen eine Gruppe zusammen, das ist die sogenannte Forming-Phase, dann stellt man fest, dass Konflikte entstehen, es bilden sich Cliquen und die Konflikte sind so ein bisschen versteckt. Das ist die Storming-Phase und dann brechen diese Konflikte aus, man muss eine Lösung finden, man muss also darüber reden, man muss neue Strategien finden, um sich möglicherweise wieder zusammenzuraufen, weil man hat ja ein gemeinsames Ziel, die sogenannte Norming-Phase und dann hoffentlich folgt die belohnende Performing-Phase und man hat wahnsinnig viel Erfolg und erreicht wahnsinnig viel. Und hoffentlich kommt man nur in die Adjourning-Phase, also in die Phase, wo man die Gruppe auflöst, wenn entweder das Ziel erreicht ist. Und hoffentlich kommt man nie zur Adjourning-Phase, weil man sich so zerstritten hat, dass man sich überhaupt nicht mehr sehen kann. Was aber die Spirale anzeigt, ist, dass in diesen Phasen, wenn Neulinge dazukommen, geht man quasi wieder durch ein bisschen Forming, Storming, Norming durch. Das passiert nicht immer, wenn eine neue Person hinzukommt, aber doch mehrfach. Oder wenn mehrere dazukommen, dann verschieben sich die Cliquen und neue Probleme kommen auf. Kommt vielleicht eine Person mit einer ganz anderen Perspektive, die aber die Ziele genauso schätzt wie alle anderen, dann kann es sein, dass diese Person so eine Storming-Phase möglicherweise auslöst und das könnte dazu führen, dass Menschen solche Menschen nicht mögen. Obwohl eigentlich ist ja nur, es geht ja immer um das Ziel. Deswegen kann man zum einen diese ganzen Organisationsformen auf Gruppen anwenden, aber auch diese Phasen anwenden auf Gruppen, um rauszufinden, wo stehe ich eigentlich gerade und was ist mein möglicher Weg raus aus dieser Situation, die möglicherweise unangenehm ist oder nicht so schön oder genau perfekt, weil ich gerade voll in dieser Performing-Phase bin. Alle fühlen sich respektiert, ziehen an einem Strang, alles ist super. Das wäre ja toll, da könnte man sich selber loben. Jetzt waren wir mit dem Exkurs fertig, jetzt kommt nämlich der CCC und diese Zuwaldgruppe Bildung und diverse andere Menschen auch haben sich die verschiedenen Aspekte vom CCC angeschaut und sind der Meinung, alle Aspekte oder alle Organisationsformen von diesen verschiedenen Organisationsformen sind im CCC vertreten. Und unserer Meinung ist das ist ein bisschen starkes Spannungsfeld. Es gibt diese Formulierung, die man auch hier häufiger sieht, juhu, endlich normale Leute, juhu, meine Familie, die ich auf dem Chaos treffe, das wäre dann diese konsensorientierte, das Positive, der CCC als Familie, die Kongress-Orga funktioniert konsensorientiert zumeist, in vielen Phasen, wissen glaube ich nicht alle, dieses Plenumsorientierte in den lokalen Erfas, das ist schön, aber wir haben auch den CCC als Familie und wenn du das Initiationsritus nicht erfüllst, wie auch immer es lokal und dezentral oder wie auch immer es aussieht, dann kommst du nicht rein. Und das ist leider die Wahrheit. Das ist auch da. Und das ist ein Spannungsfeld. Und dann haben wir noch die Formulierung, wer Macht hat Recht. Das ist eine historische Formulierung, die im CCC-Kontext sehr häufig vorkommt. Aber wir haben auch in letzter Zeit die Formulierung, du darfst alles machen, aber sag bitte vorher Bescheid. Weil dann können sich Menschen melden, die eigentlich davon dann eingeschränkt werden und dann könnte man das nochmal aushandeln. Ob das jetzt wirklich okay wäre, aber man sagt nicht, du musst immer erst vorher fragen.
Weil das würde ja die Möglichkeiten stark beschränken. Man müsste immer erst vorher fragen, das auch im Plenum diskutieren und dann Dinge tun. Das wäre ganz schön bürokratisch und würde ganz schön lange dauern. Es ist also eigentlich ganz schön, dass Dinge erstmal getan werden dürfen. Aber ja, als Neuling, die in der Mitte steht oder der in der Mitte steht, ist dann immer die Frage, in welcher Situation kommt jetzt bitte was? Und wann, welche Regel ist dann jetzt wirklich relevant für mich? Kommt noch dazu, traditionelle Hierarchien. Das Zert ist zum Beispiel traditionell aufgebaut, aber in dem Notfall wollte er auch, dass die Ansage des Arztes, der Ärztin dann auch Folge geleistet wird, damit er möglicherweise überlebt. Aber wir haben auch eine implizite Hierarchie hier, die über Hoodies, die richtigen Sticker auf dem Laptop und die falschen Sticker auf dem Laptop, das Alter der Hoodies, dann taucht plötzlich, wir haben ein Plenum, das ist super moderiert, und dann kommt jemand um die Ecke, für Neulinge trägt diese Person einen uralten CCC-Hoodie und sagt nur zwei Sätze, und die Plenumsentscheidung folgt diesen zwei Sätzen. Das ist so ein bisschen undurchsichtig und das ist nur eine Komponente von der traditionellen Hierarchie. Ich sage nicht, dass das falsch ist, ich sage nur, dass das missverständlich oder etwas desorientierend. Und natürlich als besonderen Spaß die erfolgsorientierte Organisation. Wir wollen ja alle Chunks haben, dementsprechend optimieren wir die Chunk-Produktion. Aber wir machen es auch nicht komplett rein erfolgsorientiert, weil wir natürlich interessiert sind, dass alle Menschen, die diese Chunks generieren, alle Finger noch behalten. Also, ne, also wir reden auch mit diesen Menschen und achten auf ihr Wohlergehen. Genau. Als wir darüber nachgedacht haben aus verschiedenen Perspektiven, haben wir uns überlegt, dass das, was die Tubert-Gruppe Bildung machen könnte, ist Hilfestellung zu leisten, wie man zum Beispiel Neulinge besser ins Chaos integriert. Indem wir für Erfas und Chaos-Treffs uns generell Kurzanleitungen geben können, wie man Neulinge gut in die Gruppe holt, aber wie man auch Grenzen deutlich kommunizieren kann, um dieses Mysterium CCC mit diesen ganzen Spannungsfeldern, die den CCC sehr stark machen und sehr, sehr flexibel und deswegen auch sehr performant machen, aber trotzdem ein bisschen zu beleuchten, um mehr Orientierung zu geben. Nicht wahr? Und aber auch, um den Schwerpunkt darauf zu legen, dass es um unsere Prinzipien und unsere Ziele, Interesse an Technik, kreativer Umgang, Technik, Folgenabschätzung, Politik und Technik etc. geht und dass das nie aus dem Fokus gerät. Das ist für uns auch persönlich sehr wichtig, weil sonst kommt wieder schon die Frage, aber der CCC ist doch nicht politisch. Wir haben die Welcome-Pattern entsprechend aufgeteilt für den ersten Besuch der Neulinge und dann für einen späteren Besuch. Und freundlicherweise haben wir eine Grafikerin bei den Hexen, also wir haben mehrere, aber sie hat die ganze Sache nochmal schön gemacht, deswegen dürfen wir jetzt 4 Folien Bilder gucken, das ist ganz toll. Das macht die Sache viel einfacher zu merken. Wir haben da mal für den ersten Besuch überhaupt das sogenannte Open-Door-Pattern definiert, was heißt, informiert Menschen, dass eure Tür offen steht. Chaos Siegen wird euch vielleicht gleich, der liebe Nanook wird euch vielleicht gleich erzählen, was bei dem Gespräch in Chaos Siegen über dieses Thema rausgekommen ist. Aber tatsächlich ist es extrem hilfreich für Menschen, die diese Medienmacht des CCC durch die Presse, durch Spiegel, durch die FAZ etc. beobachten. Die trauen sich nicht, über die Türschwelle zu kommen, es sei denn, da hängt ein Schild dran, jetzt, heute ist offen für euch. Wir sind heute bereit für euch. Damit es für den Space nicht so anstrengend ist, können sich ja auch 1, 2 freiwillig melden, die dann für diese Neulinge, die durch die Tür kommen, zur Verfügung stehen. Und das muss auch nicht immer derselbe sein oder dieselbe, das kann man lernen. Und man kann auch nach einer halben Stunde mal sagen, oh, man kann jetzt jemand anders machen. In Hamburg gibt es dafür Vorträge zum Beispiel. Wenn die Person dann durch die Tür gekommen ist, ist es vielleicht ganz hilfreich, mal zu fragen, wie heißt du denn eigentlich, wie möchtest du denn genannt werden? Ganz voll professionell ist die Frage nach den Pronomen, weil das Gender der anderen Person ist für uns ja irrelevant, es geht um die Ziele. Aber wir können das respektieren, deswegen so eine Frage nach einem Pronomen, das kann man auch noch so machen. Ne? Und dann der absolute Klassiker im Hackspace ist immer dieses Greeting-Pattern, dass eine neue Person kommt rein und vor sich sitzen mehrere Menschen, sprichwörtlich im schwarzen CCC-Hoodie mit dem ThinkPad auf den Knien und sehen sehr beschäftigt aus. Die schwarze Wand. Möglicherweise ist es sinnvoll, dass eine von diesen Personen, vielleicht vorher schon ausgeklüngelt, diejenige ist, die aufschaut und sagt, okay, ich lege den Laptop kurz mal zur Seite, spreche mit dir und dann muss jemand anders übernehmen und ich nehme meinen Laptop wieder zurück auf die Knie. Und das ist schon vorher irgendwie ausgefuchst und jeder darf dann mal sich hinter seinem Laptop verstecken.
Man muss sich ja auch für Neulinge öffnen, aber man muss das auch nicht die ganze Zeit. Vielleicht findet man da ja ein Gleichgewicht, wenn man mal darüber spricht. Ne? Aber für jemanden, der neu reinkommt und diese Phalanx an Laptops sieht, das ist unglaublich abschreckend. Ich kenne eine Geschichte von einer Person, die seit 2,5 Jahren im selben Space regelmäßig, die wurde noch nie begrüßt und noch nie angesprochen. Das ist schon ein bisschen arg. Naja, sagt nur, es ist vielleicht notwendig, darüber mal zu reflektieren. Gut, die Willkommenskiste ist natürlich dann die Liste von wegen, was haben wir hier, wie kommst du, die ersten Schritte, wo findest du was? Und dann haben wir noch die Guided Tour. Es wäre ja schön, wenn man so ein Hackspace hat, meistens Dinge. Was gibt es hier eigentlich? Und wenn man sich, wenn man eher so eine Stammtischrunde ist oder eigene Räume, was gibt es eigentlich im CCC? Was ist der CCC? Gibt es einen Kongress? Was machen die anders? Chaos-Treffs? Wie kann man sich informieren? So dieses First-Level-Information, sodass die Leute sich langsam reingrooven, was denn der CCC ist. Aber wichtig auch beim ersten Besuch ist, man muss auch manchmal Stopp sagen. Es gibt Menschen, die leider Verschwörungstheorien als real ansehen und denen könnt ihr nicht helfen durch ihren Besuch in ihrem Space. Ihr könnt ihr auch nicht gesund machen durch ein Gespräch mit euch. Ihr könnt versuchen, das Thema zu vermeiden. Ihr könnt versuchen, abzulenken. Wenn es überhand nimmt, dann bittet ihr sie zu gehen. Es gibt Spaces, die versuchen, diesen Menschen Telefonnummern vom Psychologen oder sowas zuzustecken. Ich glaube nicht, dass das funktionieren wird. Das ist etwas, was eine Nummer zu hart ist, wahrscheinlich für einen Hackspace. Jemand mit starken Verschwörungstheorien im Kopf zu heilen durch einen Besuch im Hackspace. Aber ihr dürft da Stopp sagen. Unserer Meinung nach ja. Dazu gehört aber auch, dass Menschen mit einem gewissen Profitinteresse, wenn sie zu euch kommen und sagen, macht ihr mir das mal und dann kann ich das verkaufen. Nun, das ist ein Seepferdchen, was da ist. Ein Seepferdchen bekommt man, wenn man gelernt hat zu schwimmen, damit man selber schwimmt. Ne? Das heißt, dass ihr den Menschen, die können ja gerne mit euch zusammen, wenn ihr sie mögt, diese Skills lernen, die diese Person braucht und dann hat diese Person das bitte selber zu machen. Ihr macht das nicht, da kann man auch Stopp sagen. Und dann das Doing Pattern, das ist meiner Meinung nach eins der wichtigsten, weil es schwierig ist manchmal solche Themen anderen Menschen nahezubringen. Wichtig ist, dass der CCC beides hat, Technik und Politik. Wir haben Technikfolgenabschätzung. Technik gibt es nie ohne Kontext. Digitalisierung ohne Kontext ist nicht innerhalb vom CCC. Ihr müsst beide Dinge betonen und die miteinander verzahnen. Und Leute, die total scharf auf Hardware sind, das ist völlig okay. Jeder darf einen Schwerpunkt haben, das ist gar nicht das Problem. Aber ihr dürft den anderen nicht vergessen. Blinder Technikglaube ist, glaube ich, im CCC nicht der Ort, den man da machen kann. Und das darf man auch schon im ersten Besuch mal erwähnen. So, ihr habt es geschafft. Diese neue Person, vielleicht auch diverser Hintergrund, ist jetzt mehrfach schon da gewesen. Jetzt ist es Zeit für die nächste Phase. Und irgendwo klemmt's. Wir haben da mal das wunderbare Bild eines tropfenden Wasserhahns oder eines tropfenden Trichters gemacht, so Wissensstau. Jetzt ist das nächste Level an Einführung dran. Auch das kann man bis zum gewissen Grad vorbereiten. Wer hat eigentlich die Serverpasswörter? Wie kommt man auf die internste Mailingliste? Gibt es noch einen internen IRC-Channel? Wie funktionieren Entscheidungen eigentlich wirklich? Da wäre es die nächste Stufe der Integrationskiste, wäre da jetzt mal notwendig. Wie zum Beispiel, wo ist eigentlich euer Mitgliedsantrag? Weil natürlich habt zumindest wir in Hamburg, haben nur den Fördermitgliedsantrag online stehen. Also nach offen, nach außen. Nächster Punkt ist auch, Sie sind ein paar Mal da, aber Sie wissen nicht, wie Sie sich beteiligen können. Sie trauen sich möglicherweise nicht, Themen aufs Plenum zu bringen, überhaupt im Plenum zu erscheinen. Sie trauen sich nicht, Dinge im Raum zu verändern. Natürlich würdet ihr euch auch freuen, wenn sie da vorher manchmal ein bisschen fragen, nicht gleich alles umbauen. Aber wenn sie gar nichts tun, dann ist das nicht ihr Raum. Und es wäre ja schön, wenn sie den aktiv mitgestalten würden. Da müsste sie einladen und darüber müsste man halt reden, wie bei euch jetzt spezifisch die Regeln sind, was man da so tun könnte. Und damit kommen wir zu der letzten Runde Pattern. Und zwar wieder mal die etwas anstrengenderen. Zum einen, es schadet nie, Feedback einzuholen von den Menschen, die da neu bei euch aufgetaucht sind und jetzt schon ein paar Mal da waren. Der Klotz da ist extra groß gemalt, weil Feedback einholen jetzt nicht so die angenehmste Tätigkeit möglicherweise ist, denn da könnte Kritik kommen, die euch vielleicht nicht so passt. Aber man kann das managen und man kann das mediieren und sie sind ja schon mehrfach gekommen und möglicherweise sind sie schlicht konstruktiv und sagen, naja, so eine Kleinigkeit können wir noch verbessern und ich kann dabei sogar helfen. Wow, ihr habt eine Aufgabe, ihr habt dieser neuen Person, hat sich eine Aufgabe im Space gefunden und wird für die nächste Person
die Dinge nochmal einfacher machen, aber trotzdem, weil ihr vorher schon Politik und Technik und so weiter, dieses Spannungsfeld, schon mal die Grundlagen gelegt habt, wird möglicherweise nicht in die falschen Richtungen ablaufen. Wäre ja super. Und dann haben wir hier noch das grundsätzliche Stop-Pattern. Manche Dinge sind schlecht und sind doof und einen Lasercutter darf man nicht ohne Einführung. Und da sagt man dann auch mal Nein und Stopp. Das muss auch sein und das finde ich ist komplett okay. So in dieser Kategorie Stop-Pattern gehören auch dieses Galactic-Pattern. In der Präambel vom CCC und im Grundverständnis ist ja, dass wir eine galaktische Gemeinschaft sind. Aber was das bedeutet, bedeutet, dass wir nicht diskriminierend sind, dass wir nicht rassistisch sind, etc., etc. Das machen auch wir manchmal falsch. Also müssen wir daran üben, es richtig zu machen. Und da müssen wir uns teilweise manchmal gegenseitig erinnern. Glücklicherweise gibt es Wege und Formen, wie man andere Leute daran erinnert, ohne sie gleich anzubrüllen. Das könnte man mal probieren. Und dann haben wir als letztes, ja ist so, ne? Geht, ne? Wir haben in letzter Zeit viele Konfliktmanagement-Workshops hier. Das letzte Pattern ist das Integration-Pattern. Wenn wir geben gerne unsere Räume für andere Menschen, stellen wir zur Verfügung für andere Gruppen und dann sind die nicht am Plenum und wir wissen auch nicht, was die machen, so wirklich. Und es wäre doch eigentlich mal schön, wenn sie uns vielleicht besuchen würden. Aber man könnte ja auch anfangen und die mal besuchen und dann sagen, kommt doch mal beim Plenum vorbei und mal ein bisschen Beziehungen aufbauen. Das sind die Welcome-Pattern. Eigentlich finde ich relativ simpel, also sehr konzentriert. Eine sehr kurze Anleitung. Die Frage ist, wie macht man das jetzt richtig? Und wir haben uns jetzt haben euch jetzt drei Beispiele aus dem Chaos mitgebracht und ich gebe für zwei Organisationsformen ein und Anouk übernimmt dann für Chaos 7. Eins der Organisationsformen, die ihr wahrscheinlich im Chaos so nicht seht, sind zum Beispiel die Hexen. Wir sind komplett dezentral. Wir sind so circa 300, wahrscheinlich jetzt 340 nach dem Kongress. Wir wachsen immer so um 50 Hexen. Pro Kongress, wir haben 12 Hauptverantwortlichkeitsfelder bei uns, wir nennen das Hüte und wir haben neuerdings angefangen, einfach Hexen zufällig auszuwählen und sie anzusprechen, ob sie nicht bei einer Tätigkeit helfen wollen und das klappt ganz gut. Wir haben dementsprechend eine neue Methode hoffentlich etablieren können, um aus diesen 300 Hexen aktive Hexen zu machen, die wir aber leider während des Jahres nie persönlich zu Gesicht bekommen. Das ist eine besondere Herausforderung. Außerdem gibt es neuerdings ein monatliches Plaudermumble, was absichtlich kein Schedule hat, um einfach drüber zu sprechen. Tatsächlich sind die Themen ein bisschen härter, als das Wort Plaudern so bedeutet. Und man kommt bei den Hexen nur rein, wenn man ein persönliches Gespräch mit einer Hexe hatte. Das kann 2 Minuten lang sein, darum geht es nicht. Aber das heißt, man hat quasi so einen Onboarding-Prozess, der ist bei uns eingebaut. Dagegen gestellt ist der Hamburger CCC nach meiner Interpretation. Wir haben 5 Vorstände, wir haben verschiedene Interessensgruppen, die Dinge machen, wie Crypto-Party, CTF, Podcasting, Geek-Firmen etc. Und davon gibt es eine ausreichende Repräsentation im Vorstand. Und wie Chaos Siegen jetzt aussieht, das macht jetzt Nanook. Vielen lieben Dank, Agnes. Wo drücke ich weiter? Achso, wir sind schon. Dankeschön. Ja, genau. Hallo, mein Name ist Nanook. Ich bin seit einiger Zeit im Chaos Siegen zuständig und in der Praxis sieht das Welcome Pattern so aus. Willkommen, bienvenue, welcome. Dankeschön. Die Siegener kennen den Spruch schon zu Genüge. Er wird Grace Hopper zugeschrieben. Im Hafen ist das Schiff sicher, aber dafür wurde es nicht gebaut. Und der Hackspace Siegen, kurz HASI, wir sind ein bisschen flauschig, ist quasi der Hafen. Er ist ein Verein, er hat die Vereinsräume. Es gibt auch mittlerweile andere Häfen, wo man sich zurückziehen kann, wo man halt Projekte ausdenken kann, wo man einfach hingeht, um die Energie aufzuladen oder auch als Inkubator. Eine Art Werft. Ich merke da gerade was. Ist das so besser? Dann haben wir zum Beispiel Edition 19, ist ein Atelierhaus. Wir haben das Café Planlos, ist ein Café offensichtlich. Wir haben das Fab Lab, gehört zur Uni, das Bruchwerktheater, das sind alles Häfen, wo sich die Leute in Siegen quasi austoben können. Dann haben wir die Schiffe, das sind Projekte, der ERFA, Chaos Computer Club Siegen, C3, Herzi, wir sind sehr flauschig, sieht sich selber als Projekt, warum? Wir haben keine Vereinsräume, wir sind eigentlich so ein Schiff, wir gehen raus, holen uns eine blutige Nase oder looten, episch, und dann kommen wir wieder zurück, zum Beispiel ins Hasi oder ins Café Planlos oder auch im Unverpacktladen, und dann stärken wir uns. Und gehen dann wieder raus. Die Szene in Siegen hat ungefähr 500
hat also Potenzial eigentlich für mehr Leute, als wir eigentlich sind. Und so stellt sich natürlich die Frage, wie kommen wir an die Leute dran? Weil mehr Leute, mehr Projekte. Ist ja klar. Krass. Mehr Leute, in dem Fall Bauleute, sind nämlich ein Passivsatz. Dafür wurde es nicht gebaut. Wie kommen wir an die dran? Wir hatten bisher schon den Tuckman Cycle gehört. In Siegen, wahrscheinlich auch woanders, gibt es sowas wie den Tuckman Cycle of Discordia. Wir Discordianer kennen das. Es fängt mit Chaos an und dann gibt es Streit. Und dann funktioniert es, wenn jemand durchgreift und am Ende, ja, das nächste Mal machen wir es besser und dann beim nächsten Mal ist wieder null. Und die Bauleute in Siegen fragen sich seit einem Jahrzehnt grob, es sind eigentlich immer dieselben Leute, die matt machen. Und dann kommen ein paar mehr. Wie können wir eigentlich bessere Ruinen verlassen nach einem Projekt? Wie können wir eigentlich grob besser werden? Das war die Fragestellung. Und dann kam die Antwort endlich von den Hexen im Austausch mit dir. Die Welcome Patterns. Die Welcome Patterns in Siegen benutze ich so, wie zum Beispiel falsche Folie. Die Welcome Patterns funktionieren auch für die ganze Szene in Siegen. Die ist nur ein bisschen groß, dafür kann ich nicht viel erzählen. Ich kann nur sagen, wir besuchen jetzt einfach andere Gruppen, die wir vernetzen wollen und verstehen wollen. Das ist das Integration Pattern. Das heißt, wir benutzen die Welcome Patterns auch einfach woanders, weil da funktionieren sie auch. Praxistipp. Wie gesagt, in Siegen habe ich dann zum ersten Mal eine leibhaftige Hexe gesehen, habe mich wahnsinnig gefreut und sie empfahl dann halt auch die Welcome Patterns als Antwort auch auf ganz fundamentale Fragen, die wir in Siegen haben und ihr vielleicht auch. Nämlich, was fehlt eigentlich den Neusies? Das sind in Siegen die Abkürzung für Neulinge. In Siegen sind Neusies offensichtlich. Was die Herzies, das ist Chaos Computer Club, schon haben. Und die Antwort ist der Hodgepodge, das ist der Stern da oben. Der Hodgepodge ist auch aus dem Discordianismus und ist bei uns der Zugang zum Chaos. Eine Liste von Serverpasswörtern, Passwörtern, Wikis und so weiter und so fort. Chaos macht Schule. Diese ganzen Sachen, wo das Chaos aktiv ist, zusammengetragen von den aktiven Herzies, und wie kommt man als Neusi daran? Das erste ist, wir haben Wellness-Treffen. Das ist eine öffentliche Veranstaltung, wir laden einfach alle zum Essen ein. Ein paar wollen, dass wir uns in der Sauna treffen, bin ich ein bisschen prüde, ist Siegen so. Danach gibt es verschiedene Möglichkeiten, bei uns mitzumachen. Arbeitstreffen, das ist projektorientiert, endet in Aktionen, öffentliche Aktionen, wie zum Beispiel Chaos macht Schule oder Krypto-Partys. Und natürlich nehmen wir euch dann mit zu Chaos-Veranstaltungen. Sind hier so Neusies zum ersten Mal auf dem Kongress, dank Chaos Computer Club 7, Hand hoch. Oh, drei. Naja, einer ist auf jeden Fall, zwei. Mindestens zwei, sind nicht alle da. Drei. Also es hat Erfolg. Herzlich willkommen, ihr seid das Puzzlestück, das uns gefehlt hat. Und als nächstes kriegt ihr noch den Hodgepodge mit. Das letzte Wellness-Treffen war offensichtlich ein großer Erfolg, sonst wärt ihr jetzt nicht hier. Warum die Welcome Patterns im HASI? Richtig. Das HASI ist 2012 als Hackspace gegründet worden, nicht als Chaos-Treff. Bewusst. Die Leute, die gegründet haben, sind alles Chaoten, größtenteils. Also sie haben gesagt, wenn wir ein Hackspace machen, dann sind wir noch willkommener als Chaos-Treff. Also grundsätzlich in der DNA vom HASI ist schon ein bisschen herzlich willkommen. Wir verstehen, dass neu und wichtig sind. Und das Verständnis von dem Satz, den ich immer sage, mit den Häfen, mit den Schiffen und den Bauleuten ist so, dass wir halt die Bauleute brauchen. Coole Leute machen coole Dinge. Coole Dinge können sein weitere Räume oder weitere Projekte, die wir in Siegen echt nötig haben. Weil in Siegen musst du Dinge tun, damit was passiert. Du kannst da nicht irgendwo unterhalten werden. Das ist manchmal, es ist halt Siegen. Das sage ich als Siegener übrigens, das ist okay. wie haben wir das jetzt im HASI eingeführt? Im Chaos Computer Club Siegen war das einfach, habe ich gesagt, kommt von den Hexen, steht CCC dran, ja okay, gut, dann machen wir das. Im HASI haben wir monatliche Lightning Talks, wo jeder sein Projekt vorstellt und ich habe das als Anker genutzt, um zu sagen, hey, es gibt die Welcome Patterns. Dann gab es erstmal eine kleine interessierte Diskussion, nicht länger als 15 Minuten, aber weil die DNA schon sagt, okay, wir verstehen, wir brauchen neue Leute für neue Projekte, hatte ich dann beim zweiten Treffen schon Wohlwollen und beim dritten Treffen irgendwie freundliches Desinteresse. Also haben wir einfach die Leute, die machen wollten, haben einfach weitergemacht. Dann haben wir das ins Wiki gepackt, wir haben das auf bunten Papieren ausgedruckt und das ist jetzt der aktuelle Stand.
Gelernt haben wir die Hackspace Tour, da wird ein weißer Kittel angezogen und ich hatte das Willkommenskiste, hatte ich am Anfang falsch verstanden. Ich habe es als Willkommenskiste, eine Kiste, die du aufmachst, verstanden und so haben wir im Hackspace irgendeine Kiste, die man aufmacht und da sind Wundertüten mit Buttons und Sticker drin. Wer hier in diesem Raum war in Siegen im Hackspace, dann hat schon mal eine Wundertüte gekriegt, Hand hoch. Die sind super cool und es ist die einzige Möglichkeit, die Stickerkiste tatsächlich nachhaltig in einem Hackspace leer zu kriegen, wenn man sie so auch rausverteilt. Ich möchte jetzt zum Abschluss noch sagen, was jetzt kommt als nächste Schritte im HASI zum Welcome-Pattern. Die Grafik ist wichtig. Eigentlich, wenn wir ein Poster hätten und hier hängt das im HASI auf, dann heißt es so, ja, die Welcome-Patterns wohnen jetzt hier. Das ist die Spielregeln, nach denen es geht. Wir sind von Noisys häufig gefragt worden, was geht denn jetzt hier endlich los? Ich möchte gerne programmieren lernen. Und wir so, ach nee, schon wieder programmieren, das machen wir im Studium, das machen wir auf der Arbeit. Aber tatsächlich, wenn die Noisys das lernen wollen, dann wollen wir denen das anbieten. Und 2020 ist das Jahr, wo wir tatsächlich so eine Art entweder Coding, YOLO oder Programmieren für Anfänger oder einfach das Ding, was wir bei Chaos macht, Schule schon machen, auch nochmal im Hackspace-Team machen. Wir haben das Konzept Tore zum HASI, weil die coolen Leute sind ja nicht nur im HASI. Natürlich sind nur coole Leute im HASI. Wir kriegen sie aber auch, indem wir zum Beispiel im Atelierhaus, Edition 19, das ist offen, das ist in der Oberstadt, Lichtfeld rein, das hat was mit Kunst zu tun. Da haben wir die Coding Dojo gemacht, wo Programmierer hinkommen, um noch besser programmieren zu lernen. Und haben dann gesagt, und übrigens, wir können gleich noch eine Club Mate im HASI trinken. Oh, was ist denn das HASI? Ja, komm mal her, ist schon geil. Und dann gibt es hier wie Hack Center einfach nur die Kulturkeule und dann haben wir sie. Und dann sind sie auch hier. Was uns noch ein bisschen fehlt, ist die Feedback-Schleife. Ihr könntet zum Beispiel fragen, ja, warum hast du das nicht im Plenum gesagt? Also warum habt ihr jetzt nicht im Plenum die Welcome-Patterns beschlossen? Wir haben wir nicht, weil der Konsens im HASI mittlerweile kulturell so stark ist, um das Sprechen, dass es kein Plenum mehr gibt. Wir haben keinen Streitpotenzial mehr und da habe ich es mit Lightning Talks gemacht und jetzt sollten neue Leute kommen und sie sollten uns ein bisschen irritieren und neue Möglichkeiten generieren und deswegen habe ich auch heute den Noisys gesagt, hey übrigens, falls ihr was ändern wollt, sagt Bescheid, fordert Plänen ein. Das war quasi ein bisschen aus der Praxiserfahrung in Siegen. Und es gibt noch eine Folie, nicht wahr? Richtig, denn berühmt-berüchtigterweise ist es so, dass man die letzte Folie steht immer am längsten in der kompletten Q&A. Das heißt, wir bedanken uns jetzt erstmal an allen Mitwirkenden. Ihr seht, bei den Hexen waren eine ganze Menge dabei. Wir haben diverse Menschen mit diversen Spezialisierungen, die mitgeholfen haben. Die Zeichnungen kommen teilweise von Mulana, die auch möglicherweise das Pattern-Poster designt. Aber ja. Ihr wisst ihr genau. Es gibt bald ein Poster, was ihr auch euch an die Wand hängen könnt. Außerdem müssen wir natürlich noch der Tuwad-Gruppe Bildung danken. Da waren diverse Menschen aus verschiedenen Erfas beteiligt, nicht nur die Hexen. Und natürlich Nanook hat ebenfalls hier mitgearbeitet, genau. Die URL zu den öffentlich verfügbaren Welcome-Patterns steht hier unten, das ist in dem HASI-Wiki. Die gibt es auch nochmal auf dem Doku-Wiki vom CCC, aber hinter Passwort. Und jetzt kommt das Fazit und das bleibt für die ganze Zeit stehen. Das ist Trick 17 mit Anlauf. Und zwar, das Fazit ist schlicht, überlegt euch, was eure Werte tatsächlich sind, vielleicht mal ehrlich sein, sich darüber unterhalten und was ihr den Neulingen mitgeben wollt, die ankommen, weil wenn ihr das richtig formuliert, kommen sie zurück und sagen, ich bewege mich in diesem Bereich, ich möchte hier was tun und ich würde es gerne mit euch tun, lasst uns zusammen rausfinden, wie das geht. Das heißt, selbst die Anfangsirritation lohnt sich, weil danach entstehen zwei neue Projekte, woran ihr noch nie gedacht habt. Ich meine, wenn wir 100 Hexen im Jahr integrieren, ihr wisst gar nicht, was da so alles passiert. Und wir schöpfen gerade nur das obere Potenzial ab. Und auch wir üben daran, diese 100 Neulinge im Jahr zu integrieren und Projekte daraus zu generieren, um diese Umfeld zu schaffen, wo die Dinge tun. Das ist total spannend. Das ist extrem belohnt, auch wenn Irritation existiert. Genau, ja, es ist wirklich hart. Und reflektiert mal ein bisschen, aber ein Projekt nach dem anderen und dann wird es immer besser. Und damit sind wir mit unserem Vortrag am Ende und ich denke, wir haben noch diverse Minuten für Q&A und hoffentlich habt ihr noch ein paar Fragen. Fragen für uns, nicht wahr? Denn uns gibt es nur heute hier. Vielen Dank schon mal, Nanook und Nelson. Fragen sind gerne genommen. Ihr kennt den Drill, hier bitte an die Mikrofone gehen, wenn ihr Fragen habt. Anmerkung, ich frage erstmal das Internet. Gibt es da Fragen? Soweit nicht.
Nutzt diese Zeit, die wir noch haben. Wunderbar. Dann direkt mal hier an Mikrofon 1, bitte. Ja, hallo, vielen Dank nochmal für diesen anschaulichen Überblick. Welcome Patterns hatte ich so als Formulierung noch nie gehört. Ich werde es mir nachher nochmal auf der Website angucken. Dafür nochmal danke für diese Ressource. Meine Frage direkt nach Siegen, wie ist eure Erfahrung mit Leuten, die in den Space reinkommen, die entweder zum selben Zeitpunkt in anderen Arten von Organisationen wie Parteien, Gewerkschaften und so weiter bereits organisiert sind? Gute, schlechte Erfahrung? Gibt es Synergien? Oder ist das überhaupt noch gar nicht passiert? Eine ganz hervorragende Frage. Das sagt man ja so. Tatsächlich haben wir die Erfahrung auch in der Vergangenheit gemacht. Ich erhoffe mir, wenn wir die Welcome Patterns sichtbar überall aufhängen, dass das schon sagt, ach so, die ticken so und deswegen möchte ich da rein. Und wenn die nicht so ticken, wie ich ticke, dann möchte ich vielleicht draußen bleiben. Ein erster Anspruch zum Beispiel dazu war das visible Aufhängen der antifaschistischen Aktionsflagge an die Decke. Das hat wahrscheinlich geholfen, aber wir hatten also seitdem halt nichts und vorher auch nicht besonders. Und was Parteien angeht, es ist in Siegen tatsächlich so, dass wir Räume, dass aktionistische Gruppen Räume suchen. Und der Hackspace Siegen ist jetzt nicht mehr der Geheimtipp, weil dafür waren zu viele da. Also wir haben das Friday for Future, wir haben XR, Parteien waren auch da. Ich nenne sie einfach mal, nämlich die Partei und die Piraten. Klassiker. Naja, und den Rest müsste man halt irgendwie diskutieren über die Zeitachse, ob die Leute irgendwie auch zu uns passen oder nicht. Und ob sie noch über Plänen oder Integration Pattern, ob wir das irgendwie hinkriegen. Und ob sie Kapazitäten haben, sich auch bei einzubringen, ne? Also ja, am liebsten hätten wir natürlich Leute, die mit sehr viel Freizeit zu uns kommen, aber meistens haben sie schon Projekte und brauchen ein bisschen Hilfe und dann muss man halt gucken, wie man. Ich glaube, Kommunikation hilft ganz häufig oh, ganz ja, gut. Oh ja, das Plauder-Mumble oder euer Wellness-Treffen. Also Wellness-Treffen ist ja gut, das ist sowas ähnliches wie Plaudern. Hört sich genauso unauffällig an. Solange es nicht in der Sauna ist, da werde ich nicht plaudern. Das kann ich ja, dann bitte am Mikro 2 und dann haben wir noch mal Signe später. Danke. Auch noch mal danke für den schönen Vortrag. Danke dir. Habt ihr besondere Welcome-Pattern für Jugendliche und Kinder? Noch die nicht. Mal so im Hackspace aufschlagen. Noch nicht, aber das könnte auf dem nächsten Tourwart passieren. Du könntest ja mitkommen. Ich möchte gerne noch Swart zitieren, die gesagt hat, ey, wenn ihr Minderjährige um 10 Uhr abends vor euren Hackspace stellt, wegen rechtlichen Gründen und Versicherungsgründen, überlegt euch doch mal, ob das der richtige Club für euch ist. Und da habe ich mir gesagt, das müsste man auch ein Pattern draus machen. Das ist eine schöne Ansage, wie man mit Jugendlichen umgeht. Sie nämlich nicht rausschicken, sondern einfach mit den Eltern reden, Absprachen treffen und vielleicht wird dann halt auch ein Nerd oder eine Nerdine die Kids nach Hause fahren. Die Göttinger haben eine Freitagsgruppe, glaube ich, von, keine Ahnung, 15 bis 17 Uhr oder 18 Uhr, also hervorragend für innerhalb der Heimfahrtzeiten, die für Kinder und Jugendliche noch machbar sind. Und ich weiß nicht, ob die jede Woche freitags ist oder ab und an, alle ja. 2 Wochen oder sowas. Und ich fand das Konzept von der Uhrzeit und grundsätzlich ziemlich nett. Göttinger? Die Göttinger, ja. Wie heißen die? CCC Göttingen. Hervorragend. Ah, 5 bis 7. Also jeden Freitag. Es war 17 Uhr bis 19 Uhr. Super. Okay, und dann haben wir noch mal eine Frage aus diesem Internet. Aus diesem Internet. Gibt es zu dem Prozess noch mehr Dokumentation außer dem Pattern? Also, wie seid ihr vielleicht auf die einzelnen Themen gekommen? Warum habt ihr euch gerade Tuckman angeschaut? Kurze Antwort: Nein. Wir haben vor allem versucht, auch jetzt gerade für diesen Vortrag einen leichten Einstieg in diese Thematik zu machen, sodass man ein gewisses Vokabular hat, um Situationen zu beurteilen. Und Tuckman sowie Lalou sind so ein genereller Standard, der dafür bekannt ist und den einige schon kennen. Deswegen haben wir das jetzt verwendet, um möglicherweise Begrifflichkeiten hier einzubringen, damit es einfacher ist, im Hackspace dann zu arbeiten, zu sagen, ich glaube, das geht in eine Richtung, die mir nicht passt, denn die Formulierung ist hier, machtorientierte Organisation und Macht ist jetzt nicht so mein Ding und so weiter und so fort. Ja, es gibt, glaube ich, auch noch andere, wenn das in die Richtung geht. Ja. Okay. Ihr könnt auch eure Probleme völlig anonym hier erwähnen und wir werden auch überhaupt nicht erkennen, aus welchem Space ihr kommt.
Ja gut, also dann würde ich sagen, ihr könnt die beiden ja hier auch nochmal ansprechen. Die Hexen habe ich auch schon gesehen in Hall 2 seid ihr, glaube ich. Wo sitzt Chaos Siegen? In Chaos West. Ja, wunderbar. dann sprecht sie auch dort nochmal an, wenn ihr was zu berichten habt, Anmerkungen habt und Feedback. Und ich würde sagen, wir danken jetzt nochmal mit einem warmen Applaus den beiden hier, Melzai und Nanook.